Hi and welcome to the sixth streaming meetup of Messaging and Streaming Switzerland. I'm happy to be here. The weather today is much better than the last time. We got rain, so the perfect meetup weather. I'm Patrick Bunsley, one of your hosts tonight, and I'm going to talk in English again because we have also some English guests and one presentation in English. So I hope that's all right. Today, we have a brand new set of slides with the style straight back from the 80s TV series Knight Rider. I'm pretty sure that you know it from maybe your childhood or or the TV in general. Knight Rider was one of the most futuristic self-driving, showing one of the most futuristic self-driving cars. And of course, David Hasselhoff, and or the Hoff, as it's referred today. A lot of this technological vision of Knight Rider has actually already been realized in today's life. Outside, for example, with Tesla, self-driving cars, you all know them. But it's actually not what I want to show you next, because I'm sure we all share this experience of buying something during this lockdown time for us in the home office to make the home office a little bit more comfortable, a little bit more efficient. And some of us might have even ended up with a home office that looks a little bit similar to what you see here, that looks like the Knight Rider cockpit rather than like a boring working place. So if you're one of these home offices, lucky you, I would love to see it. Of course, also another topic, clocks. Knight Rider invented them. You know, they were the first one to talk to their watches. It was actually not Tim Cook. But let's switch to streaming awesomeness. So what have we lined up today? We have two really awesome presentations from three people, actually. First, we are going to talk about a real-time logistics case from Migros. Actually, Migros Are, and it's going to be with Samuel Benz and Stefan Waldner. And then we are going to switch over to a second talk with Stefan Zeller from the ASBB about data streams and Apache Kafka, actually an IoT case. Afterwards, Q&A and some small random awesomeness. Before we switch to the talks, let's talk also about the people behind the scenes. Cecilia Monok, she's actually the person that has organized everything. So if you like it, it's most probably because she did it. Koran, he can't be here today because as lockdown is progressively locking down or locking up. He had some other family matters that he had to attend to, and me, of course, from Spout. Some small organizational stuff. This whole session will be recorded. This recording will also be made available after the meetup, as the last few on YouTube. If you have questions during the meetup, you can actually ask them straight in this Microsoft tool. So we just pose a question there and we will hear it. At the end of both presentations, we'll go through them and ask the presenters these questions. Also, the slides will be made available afterwards as a PDF separately from the videos. So let's hit the turbo boost and switch to our first presentation with Samuel Benz and Stefan Waldner from Spout about real-time transportation information visualization for Migros. Hi, everybody. Thanks for the introduction, Patrick. I'm Samuel. This is Stefan. We're talking today about kind of this nice use case. Now I'm a bit scared because I saw all this Knight Rider stuff and not sure anymore if that was a good thing. Okay.
presentation itself, we give a small kind of introduction overview about this use case. We show what are the data, show a bit about the pipeline we did. Most important thing in that use case is the user interface. So Stefan did it, so it's obvious he talks about it, and kind of some concluding remarks in the end. What is it about? Actually, it's kind of a story about how to provide real-time data where it actually makes an impact. So technically, it's not really the most challenging thing, so it's not rocket science, but it really makes kind of an impact of the people which are working on the store itself, and you will see why in a couple of minutes. So the whole use case is part of a bigger vision of Migros-Are to digitalize the supply chain. As you can imagine, there are many, many years of kind of optimizations in the supply chain. So where are the goods coming from? How do they ship them? So they have all these small silos super precisely organized. But when it comes to basically the global optimum, so nobody knows if that is the best way to do something like that. It's just a matter of it's optimized in every single case, but nobody knows how the trucks, maybe there is a better way to drive around. So that's why we're collecting data and try to figure it out. This specific use case, as I already mentioned, you can expect that there are many trucks going to one single Migros shops every day. And normally this is scheduled for every day differently, but it follows a couple of rules. So you see here on an Excel sheet for one single shop, basically when they can expect that the goods are coming. If we go a bit next, this is basically what we did. So this is already the end product, which is the dashboard, which you see which truck is coming exactly when. So we give an estimated time of arrival. We even show what's on inside of the truck and so on. So that's kind of the broad overview as of the use case itself. If you go to the data, you can see this is this small graph here. It's 1 day of transport. It's 1 day, and maybe it's a bit too small, but it's 320 nodes. So they actually have 320 different shops or other facilities which they store, load, or unload some goods or recycling material, and it's connected through something like 1,200 edges. So it's many things which can go wrong every day, basically. If we go a bit even deeper inside, you see this is what one truck is doing, and you see that in the morning, for example, it has already a super early tour. Basically, there is a second tour over lunchtime, there's a third tour in the evening, and whenever there is something wrong in the beginning, it can propagate through the whole day. That's why it's really important that they have real-time view when is a truck is coming. Even so that if something goes wrong, then obviously they just reschedule everything and they basically changing the all this dispatchment of what is in which truck, and so it's evolving during the day. How do we kind of tackle this problem? First, obviously, it's a big challenge how to get all this data. How can you make all this exporting, which parties are involved inside of a company? You maybe know that when you have a big company, the data is not stored at a single place usually. So it's not that simple to get all this data. And secondly, also, once you have the data, you should still be also to calculate some arrival times, which is also not every time that simple, because obviously the GPS position of the trucks is not instantaneously, so there's some delay. Sometimes they're not coming, sometimes it's coming, and so on. Maybe I will talk a bit more about that then in the conclusion. So in principle, what we did is kind of getting all the data, form it as an event stream, and everything is following out of really one single streaming pipeline. What you see here, for example, the
the green on top are all the position updates, which are just flowing out of the system. And the other thing is every single event, which is kind of which tour goes where, which what yogurt has to go to which truck and so on. And you see in that simple example, there's a huge peak in the morning when it's getting loaded and delivered. And there is a second peak, which is here in the after the afternoon. Maybe the most interesting slide, architecture. How do we do that? So it's streaming meetup, so it has to do something with streaming. And it's not only Kafka, which we mentioned already, but what I wanted to say here, the most important thing on this slide is the real-time dashboard, which you see right there. Actually, we built the blue part, not yet the other boxes, but it's an architecture which will follow maybe in future. Anyway, this real-time dashboard, it's listening directly to MQTT. And as you can see in the middle, the whole messaging system, we built that also in, with two different stacks. One is Mosquito and Kafka, and one is Solas PubSub Plus and Solas Replay Logger. Similar functionality of both of the system currently, I wanted to say production, but it's not really production, it's still a proof of concept, but we're using Mosquito and Kafka. Maybe you will see later why it's not everything Kafka. Yeah, we'll come to that. Anyway, I mentioned already that getting the data was complicated. So what you see left on top, this CADIS, that's a standard Oracle database, which we got some views. And this view, it's really just the data at one position in time. And there is a really small encoder, which just dumping out everything which we can fetch from this system and drop it to Kafka. So through MQTT, but then through Kafka. So we store all the raw information. There is no transformation. There is no nothing. It's just going once to that. Why are we doing that? Because we want to replay the whole day. We want to change how we basically already extracting this data, how we are doing the deduplication and so on. So once everything is on Kafka, we have our pipeline listening on that, and we doing some, as I already mentioned, there is some deduplication of position event, there is generating the estimated time of arrival stream, actually two different ones of that. What is the plan? We're taking track of all this rescheduling. Sorry. No, it's just a bit dry here inside. Anyway, did I forgot something? No, there is prediction, there is analytics. Yeah, maybe we have to say this CADIS system, it's like a one logistic package. So this solves all these IoT problems for getting the data. So CADIS provides us kind of all the data, inclusive positions and stuff. So CADIS has a app running on smartphones, and all the drivers from the micro trucks, they have this app, they send in positions. So we didn't have to care about this IoT thing. It was just about the data. Yes. And maybe something to add here, it's kind of some of the data there automatically, and some of the data the driver has to basically manually enter into the mobile phone, which you can imagine is not that reliable. Exactly. Everything else. So let's go one step further, and I think Stefan will talk a bit more about why we used MQTT and how we used MQTT. I need water. Thank you, Zach. Okay, as you can see here, we created several MQTT topics. So MQTT, for those who doesn't know, this is a WebSocket protocol where we subscribing and publishing all this data. The first three topics on top, they are like the topics that we are creating out of the data that we fetch from this CADIS database. So it's, as you can see in the name, it's everything like raw data, raw events, raw positions, and raw states. So this is the data we pull from the database, and we create events out of it. Then after this whole deduplication and processing of the data, we create these four
MQTT alt topics that I was basically using for the UI. As you can see, the first three are all the same, so Migra, Ara, Kadis. So let's make it simple and call these topics plan, tour, position, and ETA. So the plan tour, I will show you later in the UI, the plan tour contains like the whole setup for the day for the Migra Ara. So what basically means how many filials they have and which of these filials will have which tour these days that will arrive at the filial and at what time. So inside these tour topics, there are these several tours that arrive at these specific filials. The tour topics contains a lot of information, not only about the whole scheduling thing. So it contains who is the driver, what truck it is, what load contains these trucks, and also, of course, this whole schedule and delay stuff. Then we created a separate topic for the positions, which is fetched by the truck ID, and also one ETA stream. So ETA, as Samuel already mentioned, it's estimated time of arrival. In this ETA stream, or in this object that we send in this stream, we have two kind of ETA. One we call ETA simple, which is basically the average in distance and time that this truck uses from point A to B, pretty simple calculated. Where I would say like it's the distance with average speed and point A to B. And then we have this Google Maps ETA. So that means we are calling in real time every time we start the calculation again. We are calling the Google Maps API, and we let Google Maps calculate the estimated time of arrival, which is a little bit more exact because they also involve traffic and roads that are under construction, not like we do just with the average time. So in our case, we only did it for the pilot filials because it's paid the Google Maps API, so to save money. Okay, enough talk. I think I would show you the UI that we created. This is it here, but I will always take a little reference back to these topics. Here in this drop down, we basically see the plan topic of this MQTT topics. So this drop down is already a single subscription of this plan. So we see all the filials here from Migra Ara, it's pretty much. And like I said, it's WebSocket, so it might change. So there, maybe if something changes at Biel station, they won't get any delivery today. They will be out of the plan, but let's hope not. And these four filials we see here, those were the filials we did the MVP or the proof of concept. So if I select one of these filials or plans, I create some more subscriptions. So these cards you see here, every card is like a single MQTT subscription of this tour topic. So I subscribe to this topic here, tour, by the ID. Maybe I can add something, a minor detail. We're using MQTT retention that always the last state is on exactly this topic. So that's why it's when you creating this subscription inside of the UI, you just get the last value which was already there. And from now on, basically, you would get updates. That's just exactly clear for the audience. If we wouldn't have done this MQTT retention because we needed to manually enable it,
we would basically selected one filial, and then we would have to wait for the next event that happens on this tour until we will see a card getting rendered. So thanks to the MQTT retention, we immediately see the last event that was fired on these specific topics. So these cards are actually three subscriptions of these tour events. Here we see also several informations about this tour, so at which time the arrival is planned. This is actually the value that is written in this Excel sheet that Sam showed you at the beginning, and this is the actually time the tour has arrived. So you see there is pretty much different, and we also see the groups of stuff that the truck contains, like Molkri, Meat, Agrar, and Lehrgut. And this number is also pretty interesting for the guys on site at the filial. It's like how many pallets we have to carry out and how many pallets we have to carry in again. So the guy at the filial knows how much manpower I'm going to need when this tour arrives. What is it was a little bit about this. So if I select one of these cards, I don't create any new subscriptions because I'm already subscribed to this tour topic, but I can see more detailed information about this topic. So I can see in detail what is loaded and how much it's loaded, like the volume, in what unit is it loaded and what's the weight. And you see they get like 2.7 tons of meat at Interlaken, and I can see the ID of the truck, and also the tour where this truck every went before and where it's going to be afterwards. We also would see the driver, but here because this DI means another provider of logistics service is making this tour for Migros. So this is not a Migros truck. So I took this tour on purpose to not show any names of drivers. As the boards is telling you, this tour has already arrived. You can also see this in the time. But if I still want to see a truck on the map, I can just enable the position, and I'm seeing here then a little truck on the map where he is currently. So it seems like this truck stays overnight at Interlaken. So, like Sam already said, we have several peaks during the day, or actually two peaks, like one in the like really early in the morning and one in noon. And then all at the other times, the trucks are kind of in a arrived status. That's why we don't see a lot of trucks here, but during the day, depends on what filial you select, you will see like many, many trucks. These trucks that you see on the map are also like single subscriptions to this positions topic stream here. So this is also an event subscription that is getting rendered on this Google map with this truck icon. Good. I would say this is it. About the demo, let's come to conclusion. Yes, maybe I can add a couple of stuff here. So just, yeah, you saw already now the UI. So it's also clear that Kafka alone wouldn't be enough, but it was very kind of required for us during development, because obviously if you do something like that, you want to compare what are the different streams you're kind of generating, and also how this is evolving over day. So it's kind of summarizing everything. First, getting the data into motion. I mean, that was a complicated thing to extract all this data from a kind of a hard environment. Let's call it Oracle. It was complicated to get everything. Once you have that, you really can start digging into and start calculating. But it's also about humans. So it's really, it's important to involve kind of the end users early here,
because we saw that I just added one of these comparison of kind of an old algorithm, and then we improved that one to a better one, obviously. If you look only at that on box plots, you think that it's you're getting much, much better and better and better. But once you start talking to the people in the shop, you realize that maybe it wasn't that good, the change, because they are not interested in kind of the averages of every of all this kind of estimated times. It's more like it should never change during the day, because if he just looks 2 hours before the truck is arriving on the screen and it sees that it's arriving at 9, but then we are jumping around and giving once 9:15 and then 8:45, he completely loses trust in that thing. And even that, so that's really kind of was so. Yeah, anyway, it's really a UI about humans, so you have to involve them right from the beginning, what they want to see, how they're working, and so on. And for that use case, to really just evaluate the algorithms and everything, we could replay the days how many times we wanted. And for that, it was really kind of awesome to have Kafka on all the raw events, everything on top of it, so we could just go back in time and do whatever we want on that. Maybe one last note I have to add, because it's still a technical meetup for the UI guys that are attending. For creating the user interface as a framework, I used Angular 11, so the latest version, and for styling Bootstrap. The UI guys know that I use Bootstrap. There is no server involved. It's just a UI connecting to MQTT. The pipeline itself, which is listening and writing, it's a Java process, so nothing really fancy. Anyway, thanks a lot. If you want to hear more about our services, go to spike.io or just write us an email, and then that was it. Thanks. Thank you. Perfect. Thank you very much, Sam and Stefan, for sharing your story. That was really awesome. We figured out that we have a problem actually asking questions. We found out that some of the clients, if not all of the clients, actually have no chat window. Somehow this looked differently in the prospect. So if you want to ask questions, we somehow have to do it differently now. So this is a QR code. And it's a link to Slido. This is a tool that we used the last time to ask questions. So photograph it if you want to ask a question with your phone or something. I will keep it here for some bit, just for you to make sure that you can ask the question that you would like to be answered afterwards. So this is no virus. This is real, probably. This is the tool for asking questions. Good. So let's prepare for our next talk. Stefan Zeller from the SBB, also talking a little bit about IoT data streams and Apache Kafka. Stefan is a full stack software developer, business analyst. I think summarizing a jack of all trades, the stuff that you need if you do IoT, or the stuff that works best if you do IoT. Stefan, the stage is yours. Ja, merci, hallo zusammen. Ich versuche gerade noch mal ein Bildschirm hier zu teilen. Ich glaube, der sieht mir schon was. Kommt hier noch meine Folie. Sieht man works was. Perfectly. Super, ich spreche in Deutsch, gell? Hast du das schon gesagt? Aber das hört man jetzt, glaube ich. Ja, also vielen Dank, dass ich hier einen Vortrag halten darf. Lustigerweise, den Titel des Vortrags sehe ich zum ersten Mal. Ich habe ja Kafka alles geschickt, Bio und so, Kafka, dem Koran habe ich alles geschickt, aber keinen Titel. Jetzt hat er da irgendeinen Titel reingesetzt. Passt schon irgendwie. Aber ist gut, ja. Ich spreche heute ein bisschen über IoT. Das passt ganz gut zum anderen Vortrag von der Mikro, während Sie gesagt haben, Sie waren froh, dass Sie sich nicht über die IoT kümmern müssen. Das ist dieses Kästchen links oben macht. Wir machen sozusagen genau das, was links oben passiert. Deswegen passt es noch ein bisschen. Ich bin im IoT-Service-Team, nur ganz kurz, in der SWB.
ein gemischtes Team aus SBB Telekom und IT. Wir machen nicht nur IT, also wir machen wirklich auch Evaluation, Beschaffung und so weiter von der Hardware, also von Devices. Wir kümmern uns auch um Rollout und Installation, wenn wir nachher noch sehen, dass das eine von vielen Problemchen sein kann. Und machen IoT-Beratung für interne Kunden primär. Also nicht für die Endkunden, die Bahn fahren, sondern für interne SWE-Kunden. Genau wie Patrick, glaube ich, eben schon gesagt hat, Fullstack-Entwickler, 2 Jahre jetzt bei IoT. Wollten ein paar Statistiken jetzt über IoT machen, aber es ist ziemlich schwierig. Also wir haben ungefähr 3000 Devices, die wir im Einsatz haben. Ich wollte noch eine Aussage über Things, über die Assets machen, aber das weiß ich nicht genau, was wir da alles für Assets haben. Über 100.000, keine Ahnung. Ist auch nicht so wichtig. So, was erzähle ich heute? Ich mache so eine kleine Einführung in IoT, wie wir es machen. Vielleicht kennt ihr es schon so ein bisschen. Ich versuche auch ein paar echte Weltprobleme darzulegen, auf die wir gestoßen sind und die wir leider meist nicht mit IT lösen können, manchmal schon, mit Streaming leider auch nicht. Und genau, dann kommen wir zu der wichtigsten Folie, wie Stefan, glaube ich, eben auch gesagt hat, das Architekturbild. Wie und wo wenden wir Kafka in unserer Architektur an und wo eben nicht und warum. Also, was ist IoT? IoT ist ja Internet of Things. Das Wichtigste dabei sind die Things eigentlich. Da stellt sich das Business gewisse Fragen über diese Dinge. Zum Beispiel, wo sind meine? Man kann sich jetzt fragen, wo sind zum Beispiel meine Albertino Wägeli? Das sind die linken Wagen, mit denen man durch SBB-Züge jedenfalls fährt und kann Sachen kaufen. Und die können natürlich irgendwo abgestellt sein. Die können im Zug sein, die können im Bahnhof sein, auf dem Gleisfeld draußen. Genau, und nicht überall hat es natürlich GPS-Empfang. Also nur auf dem Bahnhof hat es vielleicht GPS-Empfang. Aber im Bahnhof schon wieder nicht. Da kann man aber WLAN nutzen für die Positionierung, wenn man wissen will, wo sie sind. Im Zug kann man Beacons benutzen, dass man weiß, in welchem Wagen man ist. Und so kann man weitermachen. Wo sind zum Beispiel meine Kabelbobinen? Diese Frage stellt sich ein Kunde von uns. Die stehen auf irgendwelchen Baustellen rum, wie auch diese Baustellenfahrzeuge, diese Schienenfahrzeuge da. Und um jetzt Baustellenausfälle zu vermeiden oder zu wissen, einfach wie man am besten planen kann, wollen unsere Kunden wissen, wo stehen die Dinge eigentlich. Und bei der Kabelbobine sieht man da schon so ein kleines Device kleben. Was es auch noch machen kann, ist, es misst mit so einem Beschleunigungssensor, misst es, wie viel Umdrehung die sich schon gedreht hat. Das heißt, man kann auch gleichzeitig noch eine Aussage machen, wie voll die Kabelbobine ist. Genau, nur ganz kurz noch, was kann man sich noch alles fragen? Wie ist zum Beispiel der Status von Fokusräumen? Das sind Räume bei der SBB, die man nicht buchen kann und man will ja nicht quer durchs Gebäude laufen und merkt, der Raum ist belegt. Dann wäre es natürlich cool, wenn man wüsste, ob er frei ist oder nicht. Man kann sich auch fragen, sind die Türen und Fenster zu? Zum Beispiel auch Baustellencontainer, um im Winter Energie zu sparen, dass man nicht die Heizung anschmeißt und das Fenster steht offen. Oder wenn es jetzt ein bisschen sicherheitsrelevanter wird, in irgendwelchen Technikräumen, dass da Türen offen stehen, wenn wir wissen. Das sind jetzt alles so Cases, wo man eigentlich externe Devices an die Dinge, an die Things dran klebt oder dran schraubt oder schweißt oder irgendwas, um Informationen über sie zu erhalten. Andererseits gibt es auch andere Dinge, wie zum Beispiel diese Radsatzpresse auf der rechten Seite. Das ist der Weg, wie man eigentlich die Räder an so eine Achse von einem Zug dran macht. Man verschweißt die nicht, sondern man presst die drauf. Und die hat von sich aus schon einen kleinen HTTP-Server drauf, den man abfragen kann, um irgendwelche Informationen rauszukriegen, Betriebszeit und so weiter. Andererseits gibt es auch kleine Devices, die kann man einfach bei einem Motor an das Kabel, um das Kabel drum legen und dann kannst du durch Induktion messen, läuft der Motor oder nicht und dann kann man Aussagen treffen über die Betriebsdauer, wann muss vielleicht gewartet werden und so weiter. Das waren die einen Arten von, wie man diese Dinge sozusagen beobachtet, dann will man Dinge auch noch steuern vielleicht. Hier rechts unten sieht man ein Gleisfeld von einem Güterbahnhof, da sind ganz viele Lampen drauf und man will die eigentlich nicht die ganze Zeit eingeschaltet lassen. Also möchte man die auch schalten, also ein- und ausschalten. Und zwar nur dort am besten, wo man es gerade braucht. Da haben wir einen Case, wo wir sozusagen auch über LoRa, das ist so ein
funkbasiertes Netz, wo man relativ energiearm Daten senden kann, kann man diese Landmeinen ausschalten. Also machen wir ein Szenario ein bisschen, wir bahnen uns den Weg zur Architektur. Fangen wir bei den Devices an. Also Szenario ist folgender, wir haben einen Fokusraum, hier auf der linken Seite, typischer Fokusraum. Was wir wollen ist eigentlich eine App, das ist die Focus@SBB-App. Da kann ich eingeben, wo bin ich, welches Stockwerk und wo ist welcher Raum, der jetzt gerade frei ist. Genau, da gibt es so ein ELSIS, ERSI, das ist ein Device auf der rechten Seite. Das hat eine kleine Wärmebildkamera, dieses kleine runde Teil da. Und die hat eine Batterie drin, die klebt man einfach an die Decke, dieses Gerät. Und das sendet sozusagen Informationen, ob der Raum belegt ist. Und der Vorteil davon, also der Vorteil für unsere Kunden oder genereller Vorteil ist, es ist halt batteriebetrieben. Und dadurch, dass es mit LoRa geschickt wird, braucht man relativ wenig Energie. Das heißt, die Batterie hält 1-2 Jahre. Und eben der große Vorteil ist, man braucht weder einen Stromanschluss, noch braucht man einen WLAN irgendwie oder einen LAN-Anschluss. Das schickt aus dem Gebäude raus über LoRa an den nächsten LoRa, ans nächste LoRa Gateway. Okay, so ein Device schickt relativ wenig Daten. Das ist der Trade-off, dass das Schicken so günstig ist. Das sieht man hier hexbasiert, sieht man da den Payload. Wenn man den dekodiert, sieht man sozusagen Informationen, die das Device liefert. Man sieht die Batterie. Zustand, man sieht die aktuelle Temperatur, Luftfeuchtigkeit etc. Es gibt noch mehr Sachen, ich habe nicht alle aufgenommen. Aber das Wichtige ist hier, ob der Raum belegt ist, ja oder nein, oder wie oft sich bewegt wurde im Raum. Das ist jetzt für den Fokusraum nicht so eine wichtige Aussage. Man will nicht wissen, ob sich die Leute auch bewegen oder nicht. Eher, ob er belegt ist. Genau. Jetzt ist natürlich so, wenn ich so ein Datenpaket kriege, wie bei den Kollegen von der Mikro, bringt es noch nicht viel, wenn sie wissen, wo ihr Auto steht, sondern es muss noch, man muss noch wissen, was für ein Auto ist es denn überhaupt? Das sendet das Device nicht. Das machen wir über Pairing, also wir pairen sozusagen ein Device mit einem Thing. In dem Fall ist es ein Fokusraum. Also das heißt, wir geben dem Device eine eindeutige ID, das ist so eine GEI. Nummer, wie man oben sieht, kleben wir einen Kleber drauf, da ist auch noch ein kleiner Barcode, nein, das habe ich auch Barcode gesagt, ein kleiner QR-Code drauf. Dann auf dem Fokusraum mache ich das Gleiche, ist auch eine GEI hinten dran und dann pairen wir das. Wir haben so eine App, mit dem der Kunde draußen irgendwo auf dem Feld seine Sachen pairen kann, also Fokusräume oder Kabelbobinen oder irgendwas. Und das ist schon das Real-World-Problem Nummer 1 für mich. Es hat mich ein bisschen überrascht, dass es so dramatisch ist, aber es passiert halt, dass Leute auch einen falschen Aufkleber draufkleben. Oder die Aufkleber fallen ab oder die Leute popeln im Fokusraum diese Aufkleber runter. Also es gibt diverse Probleme, wie ich zu einem falschen Pairing komme. Oder wenn in einem Fokusraum mehrere Devices drin sind, kann sein, dass dann auch jemand zum Beispiel CO2 messen möchte, weil er vom Team für Corona-Bekämpfung ist, keine Ahnung. Und es sind mehrere Devices, kann man auch das falsche Gerät pairen. Und nach dem Pairen ist sozusagen in der Message die Device-ID noch drin und die Thing-ID. Und man kriegt aber fast oder gar nicht raus, dass man falsch gepairt hat. Wenn es das gleiche Device ist, sendet eigentlich die gleichen ähnlichen Daten, ist es schwer rauszufinden. Ne? Jetzt kann man sich fragen, wieso macht man das überhaupt, das Pairen mit der Thing-ID? Man könnte auch die Device-ID verwenden. Das Problem ist, eigentlich interessiert mich ja das Thing. Das heißt, ich möchte eigentlich meine ganze Historie von den Daten, möchte ich auf dem Thing haben. Das gehört zu dem Fokusraum. Und wenn das Device mal kaputt geht oder es wird geklaut, das kam auch schon vor, hat irgendeiner die Batterie geklaut oder das ganze Gerät mitgenommen, da muss man einen sogenannten Break and Replace machen. Das heißt, ich nehme ein Gerät ab oder es ist schon ab und ich packe ein neues dran. Da muss ich es umpairen sozusagen und dann hat das Backend es aber leichter, dass es sozusagen nur auf die Thing-ID gehen kann und er weiß, dass die Daten von dem Thing kommen eben. Genau, ich habe gesagt, manuelle Schritte sind nötig. Das ist ein Hort von Problemen, die ich leider nicht mit IT lösen kann. Gut, gehen wir weiter. Problem Nummer 2, das sind die Inventarsysteme. Also jedenfalls bei einer großen Firma jetzt, wie bei der SBB. Also die
sowohl die Devices müssen in einem Inventarsystem sein, als auch die ganzen Things sozusagen. Also die Fokusräume sind irgendwo im SAP. Dann gibt es noch irgendwie Fahrzeuge, also Loks oder Güterwaggons, die sind auch im SAP. Dann gibt es noch andere Dinge, die sind in anderen Inventarsystemen. Die haben natürlich alle unterschiedliche Synchronisationsmechanismen. Bei manchen gibt es einen Export mit Excel, was weiß ich, was da alles gibt. Die haben verschiedene IDs, muss man alles handeln. Das ist schwierig, sozusagen, verschiedene Schnittstellen. Was wir da machen ist, wir machen ein zentrales Device Management. Also wir sind die einzigen, die Devices sozusagen als Master halten und das Pairing sozusagen, die Pairing-Informationen verwalten. Und wir synchronisieren die Things aus den verschiedenen Inventarsystemen in unser System. Mit allen Nachteilen, die man dabei hat, natürlich. Wir sind immer noch nicht beim Messaging, gell? Alle sind schon aufgeregt. Genau, jetzt kommt aber noch der Datenabnehmer. Es gibt den Besteller, der will ja die Daten haben. Also wir haben irgendein Thing, das schickt über, vielleicht über LoRa, also über Funk oder 5G mal vielleicht irgendwann mal oder auch über IP basierte Technologien, schickt es sozusagen die Daten an unser Kästchen hier, IoT at SBB. Da machen wir das Decoding, die Anreicherung mit den Things, Weiterverarbeitung und dann muss es zum Besteller noch kommen. Jetzt haben wir uns dazu entschlossen, dort ein Kafka-Topic anzubieten, als lustigerweise Telekom nennt es SAP, das ist ein kleines S mit Punkt und dann A.P. Punkt, das ist das, der Service Access Point, nicht das mit den großen Buchstaben, dass sozusagen andere Leute auch noch die Daten abgreifen können, weil es bietet ja einen gewissen Wert für das Unternehmen, wenn man Daten auch noch anders verwerten kann für irgendwelche Analytics oder für irgendwelche anderen Fachbereiche, die auch Fragen haben zu den Räumen zum Beispiel. Genau, das ist gleich das Problem Nummer 3, was wir da haben. Das ist das einheitliche Datenmodell-Problem, nenne ich es mal. Also das kennt man aus der IT, aus der Softwareentwicklung jetzt auch, wenn man für ein großes Unternehmen ein großes Datenmodell hat, versucht es für den ganzen Fachbereich auszurollen oder vielleicht sogar für die ganze Firma, kommt man an seine Grenzen. Und wir haben genau das gleiche Problem sozusagen. Also ich meine so Datenpunkte wie jetzt zum Beispiel die Temperatur oder belegt, geht ja noch, das nennt jeder gleich. Aber dann gibt es Sachen wie Betrieblaufzeit oder ganz spezielle Datenpunkte, die von der Radsatzpresse zum Beispiel kommen. Die sind eben speziell. Und genau, momentan haben wir es noch so, dass wir an dieses Grand-Modell haben, wo wir alles vereinen, aber es kann gut sein, dass wir in Zukunft das sozusagen nach Fachbereiche irgendwie auch auftrennen. Allerdings sehen wir auch später, dass Katrin und David hier, die anderen, die sich für die Daten interessieren, die sind auch nicht ganz aufgeschmissen, weil es ist natürlich scharf definiert, was für Daten kommen, also wie sie aussehen, welche Datenpunkte drauf sind, welches Format haben sie. Ungefähr auch, wie oft kommen sie, also sie ja, sind nicht ganz aufgeschmissen. Okay, das Architekturbild. Wir haben sogenannte drei Layer. Wir haben links ein Edge Layer. Da geht es vor allem um die IoT Devices und die IoT Connectivity. Das können ganz verschiedene Connectivities sein. Über das Internet in IoT habe ich jetzt noch gar nicht geredet, aber eben es gibt dieses LoRa zum Beispiel. Es gibt noch andere funkbasierte Technologien, es gibt IP-basierte Technologien. Das muss irgendwo abstrahiert werden in einem System. Und es kommt dann sozusagen über HTTP kommt es zu dem ersten kleinen Kästchen hier links. Der nimmt es an, ist wie eine Fassade sozusagen und schickt es dann weiter. Ich gehe jetzt mal ganz nach rechts. Das ist der Business Layer. Da sind sozusagen hier der Besteller, Katrin und Paul oder wie er eben hieß, sind auf der rechten Seite. Dort bieten wir eigentlich für jedes fachliche, für jeden fachlichen Stream oder für jede Fachlichkeit bieten wir da ein Topic an. Das heißt, es gibt ein Topic für die Fokusräume zum Beispiel oder für die Kabelbobinen etc. Da wird eben so Sachen gemacht wie eben die Geschäftsanwendung, wie zum Beispiel jetzt die Mikro würde da sitzen, also den Vortrag, den wir eben gesehen haben.
solche Anwendungen haben dort, die die Daten abnehmen und weiterverarbeiten. Wir machen auf den Daten Analytics, also nicht wir selber, sondern das Analytics-Team oder Kunden selber. Diverse Visualisierungen kann man dort machen. Genau. Und in der Mitte eben, ich habe gesagt, ganz rechts haben wir als Schnittstelle haben wir diese Topics. Diese anderen blauen Kästchen, die man sieht, die machen eben so das Decoding von den Daten, wenn es denn sein muss, so Anreicherungen mit so Metadaten wie zum Beispiel die Stings, Weiterverarbeitung, falls man irgendwelche Mittelwerte bilden muss und so weiter und eben auch das Routing auf die Topics. Zu den Services in der Mitte haben wir auch Kafka Topics, eben genau aus dem Grund, weil wir, weil sie persistent sind, das heißt, die Services können einfach mal runterfahren und nach einer halben Stunde, nach fünf Minuten wieder hochfahren. Das tut dem Event Stream an sich nicht so weh, weil die Daten kommen nicht so häufig und es wird eben sozusagen wieder aufgerollt. Man kann durch die Historie gehen und kann alle Daten eigentlich weiterverarbeiten. Das sind die sogenannte, das ist die sogenannte Uplink-Richtung, also Daten, die vom Edge kommen zum Business. Das sind die Uplink-Messages. Dann haben wir auch Downlink-Messages. Das sind zum Beispiel Steuerdaten, wie ich es vorhin gezeigt habe, mit der Gleisfeldbeleuchtung oder auch andere Steuerdaten, wie man sich vorstellen kann. Da haben wir uns jetzt nicht für Kafka entschieden. Da haben wir uns für HTTP entschieden. Also der Punkt ist einfach, wir brauchen eigentlich diesen Pub-Sub-Mechanismus von Kafka brauchen wir da gar nicht, weil ich will sozusagen von einem Punkt auf der Business-Seite will ich genau ein Gerät steuern. Also ich habe sozusagen eine 1:1 Verbindung. Dann wollen wir soweit das auch bewerkstelligen, dass die Kunden synchron wissen, ob es funktioniert hat. Das heißt, sie können dann selber entscheiden, wenn es nicht funktioniert hat, wenn die Daten nicht durchkamen, zum Beispiel, das dauert zu lange, dann können sie selber entscheiden, mache ich einen Retry, mache ich es nicht, je nach fachlicher Anwendung können sie es dann selber entscheiden. Wir haben uns überlegt, ob wir das zu uns nehmen, sozusagen, dass wir auch eine asynchrone Schnittstelle anbinden, aber dann müssten wir selber wissen, wann wir Retries machen und wann nicht. Und das ist noch nicht ganz klar, hat sich noch nicht ganz klar rausgeschält, was das Business eigentlich damit macht. Also ehrlich gesagt haben wir noch gar nicht so viele Downlinks. Wir haben mehr Sensordaten, die wir sozusagen als Uplinks liefern für unsere Kunden. Und dann gibt es noch einen ganz trivialen Grund, warum wir HTTP verwenden. Es ist einfach so, dass jedes Topic kostet ja auch ein bisschen Geld, wenn man es genau verrechnet. Und wenn wir jetzt da noch ewig viele Topics reinpacken würden in unser System, wird es halt auch einfach teurer. Ne? Dann das ganze IoT wird dann teurer von uns kommen. Dann bleibt noch der Weg von oben sozusagen. Wir haben noch gewisse Steuerdaten. Da verwenden wir auch Topics. Also Steuerdaten können zum Beispiel sein, wir wollen Devices wollen wir neu konfigurieren. Und da ist ja sozusagen je nach Device-Typ und je nach Anwendungsbereich kann es eine andere Konfiguration sein. Und da gibt es dann ein System, ist hier nicht eingezeichnet, das leitet sozusagen die Konfiguration ab, speichert sie in den Steuerdaten in diesem Topic. Und dann kommt dann noch jemand und macht das Encoding und schickt es dann los und so weiter. Genau. Dann haben wir bei der SWB ein sogenanntes API-Management. Also die Frage ist, wie kommen die Leute eigentlich zu ihren Topics? Wie kann man das Topic abonnieren? Früher war das so, da haben die uns angerufen. Also naja, wir haben eine E-Mail geschrieben, haben gesagt, ja, ich hätte gerne das Topic. Da mussten wir irgendwie User berechtigen, User erstellen, vielleicht noch Zertifikate, pipapo. Heute haben wir das API-Management. Das ist, da kann man alle möglichen APIs drauf registrieren. Interne APIs bei der SWB. Und dann kann ich mich sozusagen als User, habe ich einen großen Katalog, kann dann suchen nach IoT, sehe dann hier die Streaming API, kann ich draufklicken und dann sehe ich so die ganzen Topics, die ich abonnieren kann. Hier als Beispiel wieder die Fokusräume. Dann mache ich dann Sign-up, sage, welche Applikation das sozusagen ist, fülle noch ein paar Sachen aus und dann bin ich auf dem Topic berechtigt und kann das Topic beobachten. Sozusagen. Das ist eine große Hilfe für uns, weil wir weniger Aufwand haben und auch für die ganzen User. Also man findet unsere API auch. Das heißt, wenn Leute eine Idee haben, was sie machen könnten und finden nicht den Weg direkt zu uns, dann kommen sie vielleicht über das API-Management auf unsere Topics oder zu uns dann.
Weiterer Vorteil, oh, jetzt bin ich schon bei 20 Minuten, ne? Bin ein bisschen drüber, bin aber gleich fertig. Weiterer Vorteil von Kafka, oder den wir sozusagen ausnutzen, wir haben Kafka-Konnektoren an alle Topics verbunden, eigentlich an alle Topics, die wir so haben. Und die pumpen alles ins Planck rein. Und da können wir natürlich alles machen, was man sich jetzt so vorstellen kann. Metriken, man kann alarmieren, die Gesundheit sieht man, man kann Aussagen über einzelne Devices treffen, sogar über einzelne Things. Status kann man abfragen, man sieht hier so schön zum Beispiel, sind es die Uplinks pro Tag, da sieht man, wir haben relativ viele Devices in so Fokusräumen, sieht man, wie es so vormittags zwischen 8 und 12 steigt ein bisschen an, dann gibt es eine Mittagspause und dann kommt wieder ein kleiner Hügel. Und zum Debug ist natürlich auch hervorragend, man sieht irgendwie, wir haben, glaube ich, 30 Tage oder so oder noch länger, 90 vielleicht, können wir uns die Daten anschauen, die da geflossen sind. Ja, das war's schon von mir. Bisschen IoT-lastig vielleicht, wenig Streaming, aber ich hoffe, das hat auch was gebracht ein bisschen. Ich habe versucht, wirklich einen Fokus drauf zu legen, auf diese Real-World-Problems, wie ich es jetzt mal genannt habe. Also Sachen, die man eigentlich nicht so erwartet. Ja, und hoffe, es war ein bisschen interessant für mich. Merci für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Stefan, für diesen super Talk. Das war mega interessant, IoT-Welt von SBB kennenzulernen. Gleich meinen Desktop. Da. Genau. Also, genau. Thanks for the kick. Eh? Hier vielleicht nur als damit das richtig verstanden wird, oder? Das ist David Hasselhoff, fully thrilled und nicht einschlafend. Also das ist durchaus positiv gemeint. Wenn ihr Fragen stellen wollt und den Link vorher noch nicht mitbekommen habt, oder den QR-Code, hier noch einmal den QR-Code. Es wurden bereits viele Fragen gestellt. Hier noch einmal die Chance. Und das lasst uns da hier direkt zu den Fragen gehen. Die Fragen, die wir bisher erhalten haben, lasst uns vielleicht anfangen mit dem letzten Talk, der noch ein bisschen näher ist. Stefan, hier hat es eine Frage, die ist, genau, noch relativ high level. Wie schwierig war es intern, den Rückhalt für einen IoT-Case zu erhalten und hast du Tipps dafür? Also wir selber machen ja keine IoT-Cases, sondern die Kunden von uns. Also man müsste jetzt die Kunden fragen. Aber prinzipiell ist das Thema IoT, dass man das sozusagen, dass man das als Service-Team macht. Das ist noch ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Und wir kommen jetzt langsam sozusagen zum Punkt, wo wir Rückhalt oder wo das Management auch sieht, ah, das wäre vielleicht doch gut, wenn es jemand Zentrales vielleicht machen würde, weil man eben die ganzen Probleme nur einmal hat. Aber jetzt so für die Cases, ich denke, wenn man mit dem richtigen Business Value kommt, dann sollte das, ja, das wäre mein Tipp, mit dem richtigen Business Value, also ich denke, aber eben sonst bin ich, weiß ich nicht so ganz genau, weil ich habe Cases eigentlich nicht selber initiiert. Das weiß ich nicht. Ja, das ist eine spannende Frage. Ich glaube, das ist wahrscheinlich etwas, das man überall ein bisschen spürt, oder? Aber ich denke auch, dieser zentrale Ansatz ist sicher eine wichtige Voraussetzung, damit man wirtschaftlich sein kann. Auch. Eine andere Frage, auch an dich, Stefan, technischer dieses Mal, verwendet ihr Schema Registry, damit die Daten konsistente Schemas haben oder habt ihr andere Qualitätssicherung? Also tatsächlich bietet das API-Management nebst sozusagen dem Management von API auch Schemas an. Wir haben Schemas hinterlegt. Also das dient, ich weiß nicht genau, ob wir da Qualitätssicherung machen momentan mit oder ob das API-Management macht, aber sicherlich ist es schon mal Dokumentation. Aber soweit ich weiß, passiert jetzt noch keine Validierung, keine automatische Validierung auf dem API, ob die Daten jetzt wirklich damit
daherkommen. Also es wäre mir nicht bekannt. Ich habe auf jeden Fall noch keinen Bug bekommen, dass ich da was lösen müsste. Deswegen denke ich mal, das passiert nicht. Aber ich denke, das hat das Potenzial, dass man auch da noch Qualitätssicherung macht. Ob man das jetzt live macht an den Live-Daten, weiß ich nicht. Man könnte sozusagen, also der Kunde an sich kann natürlich das immer live testen, wenn er sich schützen möchte vor falschen Daten. Das ist natürlich jetzt kein guter Tipp, aber ja, bin mir nicht sicher, wie wir das in Zukunft machen. Wir haben es auf dem Radar, aber momentan machen wir es nicht. Danke, Stefan. Super. Dann haben wir eine Frage an das Migros-Team. Die erste Frage, why did you use Mosquito instead of Kafka to talk to the clients? So, I assume it's a question for us. Oh, why Mosquito, not Kafka? Actually, yeah, different thing. So first, I mean, let's assume we only would have had Kafka inside of that prototype. You saw already that we don't have a server, basically. So the data is really flowing from the event system directly to the UI, and we just don't want to stream all the data to them. So we really need this kind of relatively sophisticated subscriptions. So you can really subscribe to one single tour, or you can also subscribe with a store to just a truck, or to so many different things. So that's why it wasn't a choice about Mosquito, it was a choice of having more granular subscription possibilities than what Kafka would have just provided to us. Yeah, that was one reason. And the other reason was, I think there was even another question about that. Patrick, he's in the same room. Yes. How did you extract data from Oracle into Kafka? Okay, I expected the other question, but this is also good. No, there are three questions and they are all related to each other. Okay, that's kind of a bit complicated. What we got is kind of a VM. It's just a special network which has access to exactly this production database. So nothing really nice with kind of a Kubernetes cluster or what else. So it was a VM, so there is really just kind of a small process which is calling the database. And then due to basically firewall constraints, we are just sending that not to Kafka, but first through MQTT, so Mosquito, and then to the listener to Kafka. So that's one. But it's really just we are using the standard SQL tools, and it's they provided to us a view, so basically two views on the database, which we really just extract that. It's already really, it's just a dump of the data we're getting. And I think the third question was, how do you handle authentication of the dashboard through MQTT? So this basically boils down as a, how we handle actually the access to MQTT. And we are only using MQTT or WebSocket. So it's running over port 443. And the Mosquito is somewhere literally hidden inside of our Kubernetes cluster. So it's behind so Istio and so on. So we have TLS on top of it. There is a user ID, password. We could even do some more. So currently the website itself is just protected by a simple password. But MQTT itself behind, it's really, it's a standard TLS and then the user ID password of Mosquito itself. So basically the all SSL stuff is done on the Kubernetes side, and Mosquito is not concerned about that. It's just a WebSocket. And last question, Filial Dashboard Migros, did you do any front-end usability tests since many people might need to use the dashboard? Have you done that? Ah, this was the worst we did. Ah, we did that, yes. Okay, this was actually, no,
We built the dashboard, and then I mentioned that we tested that actually with four or five different Migro shops. And during that period, we really we tested with them. So it was not like a usability test in a usability lab or something like that, but it was tested with the people which actually work on the stores. So they had some valuable feedback, some stuff which are technically very interesting to us, which we had almost to remove because it didn't absolutely doesn't make sense for them. We just liked it. So we it's now hidden somewhere in the UI with a control D debug button that we can see. So all these details, but yeah, we did that. Kind of. Cool. Cool. So thank you very much. I think we got all the questions. And let's conclude, I would say. Thank you very much, Stefan and Sam. And Stefan has already gone. That's why the other Stefan, that's why he's in. Not here anymore. Let's go to the last few slides. Actually, there's only one. In case you didn't get enough, like fodder for event streaming, you want more, there is more. We are already planning the next meetup in September. We already have some really cool meetup presentations scheduled. We just don't know yet which ones it will be. So thank you very much to you all for offering these presentations to us. I hope you like the format today. We had some problems with, let's be honest, with our meetup software with Microsoft. We thought it was better, but we are not so sure anymore. So thank you very much to be here. I'm looking forward to see you again next time and have a wonderful summer. Thanks again for the awesome talks, you all, Stefan and Sam, and take care. Ciao, Sam.